Liebe Frauen, Feministinnen, Freundinnen der Frauenrevolution in Rojava und alle freiheitsliebenden Menschen der Welt. Seit dem 9. Oktober greift das türkische Militär und seine dschihadistischen Bodentruppen die selbstverwalteten Gebiete in Nord- und Ostsyrien an. Bei diesen Angriffen handelt es sich um eine völkerrechtswidrige Invasion, für die die internationale Gemeinschaft zur Verantwortung gezogen werden muss. Während die Regierung Erdogans diesen Krieg und seine Besatzungspläne offen ankündigte, ergriff die internationale Gemeinschaft einschließlich der UN-Organe keine ausreichenden Maßnahmen, um den Genozid und Femizid in Rojava gerade stattfindet, zu verhindern. Stattdessen wurde Erdogans Angriffskrieg durch den EU-Flüchtlingsdeal mitfinanziert. Darüber hinaus haben in der letzten Woche verschiedene hegemonale Mächte wie die USA und Russland ohne Einbezug der SDF einen sogenannten Waffenstillstand mit der Türkei ausgehandelt. Die einzigen, die sich am Ende an den Waffenstillstand und seinen Forderungen hielten, war die SDF, während die Türkei und ihre dschihadistischen Banden fleißig ihre Kriegsverbrecher vorantrieben. Wir als Feministin der Women Defend Rojava-Plattform rufen zu einem weltweiten Widerstand und Protest gegen diesen völkerrechtswidrigen Besatzungskrieg auf. Stoppt den Krieg, Solidarität mit der Frauenrevolution in Rojava. Die Demokratische Föderation Nordostsyriens steht beispielhaft für die Vision eines friedlichen und demokratischen Mittleren Ostens, dessen Basis die Befreiung der Frau ist. Der momentane Angriffskrieg richtet sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung und gegen die emanzipatorischen Projekte, die in den letzten Jahren in Nord- und Ostsyrien aufgebaut wurden. Die türkische Armee begeht Kriegsverbrechen, indem sie zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser, Krankenwagen, Wasserversorgung, Stromzufuhr bombardiert, sowie gezielt die Bevölkerung und zivile Konvois angreift. Auch ist mittlerweile bestätigt, dass die Türkei illegale Kriegswaffen wie weißen Phosphor und andere unbekannte Chemikalien in Serekaniye eingesetzt hat. Der Krieg hat bereits mehr als 200.000 Menschen zur Flucht gezwungen. Hunderttausende haben seit über einer Woche keinen Zugang zu Trinkwasser. Durch die Bombardierung der Türkei gelang es außerdem, vielen ehemaligen hochrangigen S-Kämpfern aus der Gefangenschaft auszubrechen und sich in der Region zu reorganisieren. Der türkischen Regierung geht es nicht um die Sicherung der Grenze, sondern um die Vertreibung und Zerstörung der selbstverwalteten Region Rojava. Es ist außerdem ein direkter Angriff auf die Errungenschaften der Frauenrevolution sowie die Frauenbefreiung. Deutlich zeigte sich dies bei der brutalen Hinrichtung der Generalsekretärin der Zukunftspartei Syriens, Hevrin Khelef, am 12. Oktober 2019, bei der Verstümmelung des Leichnams der YPG-Kämpferin Amara Rennas am 21. Oktober oder bei Entführung von Zivilistinnen und verwundeten YPG-Kämpferinnen wie Shishak Kobane. Diese sind nur einige Beispiele, die klar aufzeigen, dass sich dieser Angriffskrieg gegen den Willen der Frau und gegen ihre organisierte Kraft richtet. Dieser Angriff auf die Frauenrevolution ist ein Angriff gegen uns alle. Er zeigt sich einmal deutlicher, in diesem Krieg stehen sich Faschismus und Demokratie gegenüber. Auf der einen Seite steht die Türkei und das frauenverachtende System des Islamischen Staates. Auf der anderen Seite die Frauenrevolution in Rojava. Seit 2012 haben die Menschen in Nord- und Ostsyrien ein Gesellschaftssystem mit feministischer, ökologischer und basisdemokratischer Perspektive aufgebaut. Kobane ist ein Sinnbild dieses Freiheitskampfes. Unvergessen ist der unerbittliche Widerstand der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, YPG und YPG, die Kobane 2015 vom IS befreiten. Mit diesen von Frauen erkämpften Errungenschaften wurde die Revolution Rojava zur Hoffnung für viele Frauen auf der ganzen Welt. Sie sind Kraftquelle und der Antrieb grundlegender Veränderungen in der ganzen Region und weltweit. Die Gebiete in Nord- und Ostsyrien sind ein Beispiel für eine befreite Gesellschaft. Auch uns und unsere feministischen Kämpfe wurden durch die Frauenrevolution in Rojava sehr beeinflusst und gestärkt. Daher müssen jetzt weltweit alle kämpfenden und widerständigen Frauen und Feministinnen ihre Stimme gegen diesen patriarchalen Angriff und die damit verbundene Besatzungsmentalität und Kriegspolitik vereinen. Dieser Krieg geht uns alle an. Die Frauen in Nord- und Ostsyrien haben immer betont, wir führen unseren Kampf im Namen aller Frauen der Welt. Daher schließen wir uns als Women Defend Rojava zusammen, um die Frauenrevolution zu verteidigen. Jeder Angriff auf unsere Freundinnen ist auch ein Angriff auf uns. Egal wo auf dieser Welt, wir führen einen gemeinsamen Kampf gegen das Patriarchat. Denn erst Frauen, die gegen die Unterdrückung kämpfen, sind Frauen, die wirklich leben. Lasst uns darum die Ideen von Internationalistinnen wie Sarah Handelmann, Ivana Hoffmann, Anna Campbell, Alina Sanchez weitertragen und uns als Feministin international zusammenschließen. Jin Jian Azadi, Widerstand heißt Leben, Biji Behverana Rojava. Jin Jian Azadi, Jin Jian Azadi.